So, jetzt kommen wir noch mal zu dem Pin-Mode und dem Digital Write, was wir hier hatten. Das habe ich euch noch nicht erklärt. Das ist erstmal, hier oben steht der Int LED 13, das ist der Pin 13 von dem Board, auf dem beim Arduino immer eine LED liegt eigentlich. Und hier haben wir Pin-Mode 13, der LED-Pin sozusagen. Hier wird aber hier 13 eingesetzt, das ist ein Ausgang. Und Digital Write auf dem Ausgang 13 schreibe ich dann eine High oder ein Low, also eine hohe Spannung, sprich die Boardspannung beim Arduino 5 Volt und sonst 3,3 Volt bei anderen Boards. Und Low ist immer Masse. Und auf welche Pins kann ich das jetzt schreiben überhaupt? Dann schauen wir uns mal den Arduino Uno hier an. Wir haben hier die Pins 0 bis 13, da ist unser Pin 13, das ist die LED, die dann angeht beim Uno. Auf diese ganzen Pins können wir schreiben. Ne? Wir können auch Pin 3 nehmen oder Pin 7. Müssten wir aber eine extra LED da anschließen beim Vorwiderstand. Wir können sogar diese analogen Eingänge hier unten verwenden als digitale Ausgänge, indem wir sie umschreiben. Aber wir haben jetzt hier den LED-Pin 13, das ist der, und da ist die LED mit dem Widerstand dran. Und bei einem Arduino Mega gibt es sogar noch mehr Pins, da ist das hier unten wieder identisch. 0 bis 13. Aber hier hinten sind noch viel mehr digitale Pins. Hier sind zwei Reihen digitale Pins und eine ganze Menge mehr analoge Pins. Die könnten wir alle für solche Sachen verwenden und könnten da Daten ausgeben mit Digital Write, High und Low.